Moin Leute und seid gegrüßt zu meinem neuen Video. Heute stelle ich euch dieses Messer vor und zwar ist es das Bilker Magnum US Navy Seal Karambit. Naja, Karambit, also wenn ich mir die Klinge anschaue, naja, aber halt durch diese Halteringe. Ja. Sieht aber ganz gut aus auf dem Bild, kostet 23,90 Euro anstatt 29,95 und es wurde sich von einem Zuschauer gewünscht. Ja, deswegen habe ich es mir mal gegönnt. Neuen Stück gibt es noch. Mal sehen, ob es da noch Nachlieferung gibt. Merkmal und Details. Ich würde hier eigentlich eher die Länge der Klinge etc. erwarten. Aber nein, Fehlanzeige. Muss ich mal nach einem Lineal schauen. Hier liegt keins. Ja doch, hier liegt eins. Feinster Zollstock. Ja. Schade. Dann haben wir 9 Kundenrezensionen, 3,3 von 5 Sternen, könnt ihr euch selbst durchlesen, denn das Messer ist in der Beschreibung zum Kaufen verlinkt. Ja, 23,90 ist, ja, sind immerhin 23,90, aber ist für ein Messer definitiv nicht viel Geld. Schauen wir mal, was wir trotzdem dafür bekommen. Von Bilker sind wir eigentlich diese Aluminiumverpackung gewöhnt in matt-schwarz, wo das Messer drin ist, aber das ist aufgrund der Größe hier nicht der Fall. Deswegen haben wir nur eine Pappverpackung. Oh, das war falsch rum. Ein schöner Schreibtisch. Dann hier Silikatgelpulver. Und dann haben wir die Garantie zum Ausfüllen, die ich nie ausfülle. So, wunderschön. Weg damit. Hier haben wir das wundervolle Messer. Es ist relativ groß. Und ziemlich schön. Nun, ich persönlich mag diese Ringe nicht. Ich halte es nicht wirklich so für effektiv. Also wenn ich jetzt hier meinen Finger reinstecke und das dann halte. Okay, ja. Aber, na gut. Wird schon alles seine Daseinsberechtigung haben. So als Schlagring. Sieht aus wie so ein Schlagring, aber ist ein bisschen ungünstig. Naja, schauen wir uns das Ganze mal an. Ich bin übrigens kein Messerexperte oder Karambit-Experte oder irgendwie von Kampftechniken. Also erwartet hier nicht zu viel. Ich möchte euch nur das Messer vorstellen. Matte Klinge mit diesem sehr mächtigen Ring hier unten. Dann haben wir oben 4 Bohrungen in... Ist das eine Blutrinne? Ich würde es mal als dieses deuten. Das ist eher nicht so schön. Naja, für denjenigen, der abgestochen wird jedenfalls. Dann die Daumenpins. Magnum bei Bilker Schriftzug. Die Klinge ist von der Form her sehr schön. Also so gefällt mir die Klinge am besten. Ist jetzt nicht gerade lang. Aber okay. Es sind 7 cm genau. Es ist Einhandöffnung mit einer Hand zu öffnen. Darf man das jetzt mitführen oder nicht? Wäre jetzt mal meine Frage an die Experten hier unter euch. 440A Stahl. Dann haben wir den Clip. Ja, der ist ganz vernünftig von der Härte. 1, 2 Torx-Schrauben halten das Ganze zusammen. 2, 3, 4, 5, 6 und dann noch die hier, wo man das Ganze mit einem Torx-Schraubenschlüssel Imbusschlüssel umstellen kann. Aber hier ist es eigentlich ganz schön gemacht. Hört sich ganz gut an und die Klinge ist auch wirklich hervorragend zentriert. So wird es dann rausgelöst und dann mit dem Daumenpin ganz nach. Hat man jetzt wieder nie gesehen, ich drehe noch durch. So wird es rausgelöst und so mit dem Daumenpin ganz nach oben gestellt. Ist sehr schön zu machen. Mit einer Hand kann zwar ein bisschen nachhelfen. Mal gucken, ob ein bisschen Schwung reicht. Ja, na klar reicht das. Man kann es dann auch so einfach aufschnippen lassen. Ein guter Flipper, kann man ja alles hier nachstellen. Dann haben wir hier United States Navy Seals. Naja, wenn die Navy Seals das sehen würden, die würden sich sicherlich im Grab umdrehen, aber naja, ist ganz cool gemacht. Das passt eher zum Halloween-Kostüm eines 12-Jährigen, aber naja. Für die Vitrine ist es ganz cool. 1, 2, 3 Bohrlöcher, um das Ganze leichter zu machen bzw. auszubalancieren. Und ist das Ganze ausbalanciert? An dieser Stelle. Ja, cool.
Es ist wirklich groß. Die Klinge ist ungefähr so, naja, schätze mal 30% des Ganzen. Ist etwas unüblich. Wofür nutzt man das? Also ich habe da nicht wirklich einen Verwendungszweck. Hier übrigens nach Liner Lock. Nach links drücken, dann geht die Klinge wieder rein. Naja, schauen wir mal, was die Klinge so kann. Ich habe mit ihr noch nichts geschnitten. Bis auf die Folie von so einem Paket, aber das war's. Sehr, sehr schön. Nice. Nice. Alter, ist das geil. Das ist eine sehr schöne Klinge. Das macht richtig Spaß zu schneiden. Seht euch diese Spitze an, das hat überhaupt keine Probleme gegeben dann. Ich sehe da bisschen eine schöne rote machen können. Ja. Umso weniger Papier, umso schwerer ist es dann, das zu schneiden. Ja, sieht doch gut aus. Also das Papier ließ sich wirklich perfekt schneiden. Richtig schön. Sehr schön scharfe Klinge. Auch schön spitz. Ja, wem das Messer gefällt. Es ist in meinen Augen definitiv ein Vitrinenstück. Ich würde es nicht zum Campen rausnehmen oder so. Oder mit auf die Straße. Das sieht schon sehr eigenwillig aus. Ist das ein Karambit? Eigentlich ist ein Karambit was anderes. Aber es heißt halt so. Naja, Kampfmesser. Naja, viel Spaß mit dem guten Stück, falls ihr euch es zulegen wollt. Also ich bin durchaus der Meinung, dass es 23,90 Euro wert ist. Es ist definitiv nicht minderwertig verarbeitet und die Klinge ist wirklich sehr schön. Viel Spaß damit und ich hoffe, wir sehen uns bald mal wieder in einem meiner neuen Videos. Euer Max Herzberg.